Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es darum, wie du die perfekte Hochzeit fotografierst oder zumindest eine Hochzeit perfekt fotografierst. Vielleicht hast du dich diese Frage schon mal gestellt und ich verrate dir einige Tipps und Tricks, wie du problemlos eine Hochzeit fotografieren kannst. Ah ja, und falls du dich für dieses Thema so fotografiere ich bla 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 interessierst, dann solltest du vielleicht den Abo-Button drücken und die Glocke natürlich auch, denn in den nächsten Wochen werden noch ein paar solche Videos kommen. Aber zurück zu diesem Video. Also, das Wichtigste ist Vorbereitung. Ich weiß, Fahrt langweilig, aber ist auch ein wichtiger Teil. Und zwar sprich mit dem Hochzeitspaar. Sprich darüber, wie lange sollst du da bleiben, was soll es kosten, vorausgesetzt du verlangst etwas dafür, welchen Bildlook wollen sie haben, was ist der Dresscode und sonstige wichtige Infos. Und vielleicht wollen sie ja sogar ein Brautpaar-Shooting vor der Hochzeit, während der Hochzeit, nach der Hochzeit. Das solltest du auf jeden Fall auch erfragen. Also, die Vorbesprechung ist jetzt abgeschlossen, aber was nimmst du jetzt eigentlich mit? Die große Frage ist natürlich Zoom oder Festbrennweiten. Die meisten Fotografinnen und Fotografen, die Hochzeiten fotografieren, rennen mit einem 24-70-2.8 und einem 70-200-2.8 herum. Und viele haben dann noch eine sehr lichtstarke Festbrennweite mit dem Gepäck. Das ist natürlich perfekt, damit kann man alles fotografieren und Zooms sind auf jeden Fall für alle etwas, die ein wenig auf der Sicherheitsschiene unterwegs sein wollen. Vielleicht ist es ja erst ihre erste Hochzeit und die einfach jedes Bild machen wollen können. Aber ich bin ein Freund von Festbrennweiten. Das heißt, ein 20mm 1.8, irgendwas in der Mitte, also ein 40mm 2.0 zum Beispiel von Nikon oder ein 85mm oder ein 50mm und dann noch etwas im teligen Bereich, also zum Beispiel ein 105mm oder ein 135mm, ist auf jeden Fall perfekt. Und wenn du mit drei Festbrennweiten herumrennst, sagen wir mal 20mm 1.8, das 40mm 2.0 und das 105mm 1.4 von Sigma zum Beispiel oder irgendwie sowas in die Richtung, dann ist das natürlich eine sehr teure Kombi, ganz klar, aber der Look, den du mit diesen Objektiven erreichst, der ist nahezu unschlagbar. Aber was ist, wenn du kein professioneller Fotograf bist, du bist unter Anführungszeichen nur ein Hobbyfotograf? Also besser als die meisten anderen professionellen Fotografen. Und hast vielleicht noch nicht so viel Geld angespart oder noch nicht so eine große Objektivkollektion oder kannst es auch nicht vor der Steuer absetzen, dann hoffe ich, dass du zwei Objektive hast. Ein Zoom, zum Beispiel ein 24-200, 4.6-6.3 oder irgend sowas in diese Richtung und eine Festbrennweite, zum Beispiel ein 50mm 1.8. Das 40mm 2.0 von Nikon ist zum Beispiel auch perfekt. Da gibt es übrigens ein Video. Und wenn du diese zwei Objektive hast, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann kannst du diese Hochzeit auf jeden Fall gut fotografieren. Du wirst vielleicht nicht die aller tollsten Fotos damit machen. Du hast natürlich viele Möglichkeiten nicht, aber es ist auf jeden Fall völlig akzeptabel und wird den meisten unglaublich gut gefallen werden. Vorausgesetzt natürlich, du kannst fotografieren. Aber davon gehe ich mal aus. Das zweite, was du mitnehmen solltest, ist natürlich eine Kamera, weil ohne Kamera sind Objektive schlecht. Wirklich schlecht. Die können kosten, was sie wollen. Sie sind einfach scheiße. Am besten, du nimmst gleich zwei Kameras mit. Das ist die professionelle Variante natürlich, ganz klar. Wie gesagt, auf den einen hat man das 24-70, auf dem anderen das 70-200 und das 35mm 1.4 zum Beispiel gibt man dann drauf, wenn es sehr dunkel wird und mit dem 70-200 sowieso man nichts mehr anfangen kann. Im besten Fall sind diese Kameras sehr baugleich. Du musst jetzt nicht zwei gleiche Kameras haben, aber zum Beispiel die perfekte Kombi ist eine Nikon Z6 und eine Nikon Z7, egal ob 1er oder 2er Version. Oder eine Nikon Z5 und eine Nikon Z6 zum Beispiel. Natürlich hat Canon auch eine sehr, sehr einheitliche Bedienung bei Sony. Ja. Und wenn du nur eine Kamera hast, dann nimm halt die eine mit. Eigentlich ist es nicht so wichtig, ob du jetzt eine oder zwei Kameras mit hast. Gibt es irgendwas, was diese Kameras speziell gut können müssen? In Wirklichkeit nein. Ich glaube, aktuell könnte man mit jeder Kamera, die in den letzten drei, vier Jahren herausgekommen ist, auch im Einsteigersegment hervorragende Fotos machen. Und mit 10 Jahre alten Profikameras, Nikon D850 oder Nikon D3X, kann man genauso super tolle Fotos machen.
Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich, die neuesten Kameras sind immer oder sind meistens die besten Kameras. Wichtig ist auf jeden Fall ein gutes ISO-Rauschverhalten, also wenig ISO sehen und ein relativ guter Autofokus. Gesichtserkennung bzw. Augenerkennung ist natürlich das sehr, sehr hilfreich. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eine Kamera, dann wäre das die Nikon Z6 II, weil sie einfach preis-leistungsmäßig perfekt ist und genau für Hochzeitsfotografie ist diese Kamera wirklich hervorragend. Und außerdem bin ich ein Nikonianer, also ja. Dann brauchst du aber noch was, wo du deine Kamera, deine Objektive, dein Zubehör hineingeben kannst. Natürlich empfiehlt sich ein Rucksack zum Transport vor allem. Da kannst du alles einfach reingeben und die Geschichte hat sich. Ein Testvideo zu einem super tollen Fotorucksack gibt es übrigens da oben. Der Rolle Fotoliner Ocean Pro. Cooler Rucksack. Natürlich geht auch eine Tasche, wo du dann die Kamera mit einem Objektiv drinnen hast und immer griffbereit herausziehen kannst. Aber die professionelle Variante ist natürlich, dass du einfach einen Gurt pro Kamera hast, dir diesen umhängst und dann die Kameras einfach gemütlich baumeln lässt und sofort einfach hingreifen kannst und fotografieren kannst. Es gibt auch von einer Firma namens Sunsniper Kameragurte, die für zwei Kameras gleich ausgelegt sind. Die sind auf jeden Fall empfehlenswert. Nun hast du alles vorbereitet und jetzt geht's ab auf die Hochzeit. Was musst du da beachten? Sei auf jeden Fall lustig. Sprich mit Leuten, versuch ein wenig Smalltalk zu führen, sei offen, sei freundlich und versuche ein bisschen Spaß zu haben. Auch als Fotograf darf man das haben. Glaubt's mir's. Und ganz wichtig, nicht verstecken vor den anderen Leuten, sie beißen nicht. Hochzeiten sind auch eine sehr gute Möglichkeit, um Visitenkarten zu verteilen oder einfach ein bisschen Werbung zu machen für dich selbst. Und beim Fotografieren auch immer darauf achten, dass du immer alle fotografierst, weil nichts ist blöder als du hast eine Hochzeit mit 200 Gästen und du hast alle Gäste fotografiert, außer einen. Und dieser eine beschwert sich dann beim Brautpaar und das Brautpaar beschwert sich bei dir. Das heißt, auch immer irgendwelche Massenbilder fotografieren, dass du viele Leute oben hast. Aber der allerwichtigste Tipp ist, sei immer bereit. Und zwar zum Fotografieren. Denn in jedem Moment könnte etwas passieren und eigentlich darf man keinen Moment unachtsam sein. Denn die lustigsten Sachen haben leider die Angewohnheit, dass sie von kurzer Dauer sind. Und wenn du diesen Moment verpasst, wäre das einfach schade. Die Hochzeit ist jetzt fotografiert, du bist vielleicht um Mitternacht oder noch später nach Hause gekommen. Und jetzt, vor dem Schlafengehen, solltest du noch eins machen. Mach eine Sicherheitskopie von allen Daten, die du aufgenommen hast. Allen Fotos, wenn du ein paar Videos gemacht hast, auch von den Videos, von allem. Und kannst dann morgen in der Früh gleich losstarten. Und das würde ich dir auch empfehlen, dass du sofort am nächsten Tag oder am übernächsten Tag spätestens anfängst, die Fotos rasch zu bearbeiten, weil nichts ist schöner, als wenn man nach 2-3 Tagen dem Brautpaar die Hochzeitsfotos schon schicken kann. Viele Fotografen lassen sich dann Wochen oder Monate Zeit dafür und ich habe keine Ahnung, warum eigentlich. Eines der letzten Dinge, die du machen musst, ist natürlich die Abgabe der Fotos. Am besten per Cloud. Und ich würde dir auch noch empfehlen, falls es die Möglichkeit gibt, ruf das Brautpaar nochmal an oder schreib ihnen eine Mail, WhatsApp, wie auch immer und mach ein kurzes Treffen aus. Und dann besuchst du sie einfach nochmal und überbringst ihnen in einem schönen Schachtel, vielleicht sogar mit einem Logo drauf und einem schönen Geschenksband rundherum, eine Festplatte oder einen USB-Stick, der dann die Fotos enthält und denen du auch die Festplatte oder den USB-Stick einfach schenkst. Wichtig dabei ist nur Punkt 1, wenn du einen USB-Stick verwendest, verwende einen sündhaft schnellen, weil sonst wird es elendiglich langsam. Das heißt, es gibt USB-Sticks, die wirklich 150 MB, 200 MB die Sekunde schaffen, das ist völlig ausreichend. Bei Festplatten hast du dieses Thema eher weniger, weil die haben alle eigentlich eine vernünftige Geschwindigkeit für diesen Zweck. Und das zweite Wichtige ist, ich würde vorschlagen, kalkuliere diesen Preis der Festplatte oder dieses USB-Sticks natürlich auch in deine Rechnung mit ein, nur du musst es ja nicht sagen und auch nicht auflisten. So, das war's jetzt, das waren meine Tipps und Tricks und falls dir dieses Video voll gefallen hat, dann Punkt 1, sieh dir auf jeden Fall die Playlist an mit den anderen Videos, die ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten machen werde.
Ich werde sicher mal etwas machen zu, wie fotografiere ich ein Sportevent, wie fotografiere ich ein normales Event, einen Ball, eine Veranstaltung, wie fotografiere ich Vögel, wie fotografiere ich Ameisen, nein, weiß ich noch nicht. Wie fotografiere ich meinen Vater, wie fotografiere ich ein Businessporträt, wie fotografiere ich blablabla, bis hin zu, wie fotografiere ich meine große Zehe. Aber eins ist mir noch wichtig, und zwar schreib mir in die Kommentare, was ist dein Lieblingsfoto-Equipment? Welche Objektive nimmst du? Welche Kamera nimmst du für sowas? Was ist dein Lieblingszubehör? Welche Tipps und Tricks hast du auf Lager? Schreib mir es in die Kommentare, ich freue mich drauf. Guten Abend.